Hallihallo, meine Lieben! Herzlich willkommen zu unserem neuen Video. Wir reden über die beklopptesten News der vergangenen 7 Tage. Mein Name ist Bibi. Ich bin Julian und wir haben euch lieb. Ja, nun aber herzlich willkommen zur neuen Ausgabe der Lass mal reden News. Heute werden wir über Nachrichten sprechen, die vielleicht nicht jeder direkt gesehen haben könnte, aber die dennoch wichtig sind. Und über die werden wir euch jetzt sehr detailliert informieren. Bevor wir auf das eigentliche Thema eingehen, wie sollte es anders sein, haben wir wieder ein bisschen was vorbereitet. Und zwar stellen wir uns wieder 10 lustige Fragen. Hast du 10? Ich habe genau 10 auf den Punkt. Unfassbar, das wäre das erste Mal. Schnick, schnack, schnuck, wer anfängt? Selbstverständlich. Schnick, schnack, schnuck. Oh. Schnick, schnack, schnuck. Wer fängt an? Ich stelle dir meine Fragen. Okay, los geht's. So, 10 neue Fragen für Chris. Auf geht's. Wie fühlst du dich, wenn ich immer zu spät komme? Richtig scheiße. Findest du, unser 10-Fragen-Spiel ist eine billige Ausrede, wenn uns nichts mehr einfällt? Definitiv. Warum wandert man bei so einem Wetter nicht aus? Weil wir kein Geld haben. Oh. Welchen anderen Song außer Achterbahn hätten wir im Auto noch singen können? Jeden, weil wir geil sind. Wird es für dich auch immer schwieriger, sich Fragen auszudenken? Nicht so schwer, wie es dir fällt, aber ja. Was wäre ein cooler Spitzname für mich außer allseits beliebt und Beton? Bärchen. Glaubst du, es gibt Mode für tätowierte Leute, um zufällig die Tattoos freizulegen? Rückenfrei bei dir zum Beispiel? Ich verstehe nicht, was er von mir will. Schickt ihm Fragen. Rückenfrei. Die wievielte Frage stelle ich dir gerade? Die 7. Falsch. Keine Mathematik heute. Bin ich nicht gnädig? Du bist... ja, du bist nicht gnädig. Weißt du eigentlich, wie lieb ich dich habe? So, Bärchen, bereit für deine 10 Fragen? Alles klar, Koni. Nie wieder Sex oder nie wieder essen? Nie wieder Sex. Nur flüstern können oder nur schreien können? Nur flüstern können. Nur flüstern können. Ja. Einen Tag kannst du alles machen ohne Konsequenzen. Was wäre das Erste? Ehrlich sein. Nur noch Personen daten, mit denen du verwandt bist, oder nur noch hässliche Männer daten? Nur noch Personen, mit denen ich verwandt bin. Was schenkst du mir zum Geburtstag? Ein witziges T-Shirt. Überall auf dem Körper Warzen haben, die unter Klamotten niemand sieht, oder eine dicke Warze im Gesicht haben? Körper. Körper? Ja. Am Ende der heutigen Sendung sagen, wie toll ich bin, oder am Anfang der heutigen Sendung sagen, wie toll ich bin? Am Anfang. Chris ist toll. Eine alte Frau verprügeln oder von 5 Typen verprügelt werden? Eine alte Frau verprügeln. Oh, schön. Mit Donald Trump schlafen und danach für immer reich sein oder mit Katy Perry schlafen und danach für immer arm sein? Mit Katy Perry schlafen und danach für immer arm sein. Oh, okay. Letzte Frage. Wann machst du endlich bekannt, dass wir in einer ernsthaften Beziehung sind? Kurz nach dir. Ich bin noch nicht so weit. Und schon wieder kennt ihr uns ein Stückchen besser und wir uns gegenseitig leider auch. Bevor wir zum richtigen Thema kommen, machen wir eine kurze Werbeunterbrechung. Wenn euch das erste Video schon gefallen hat, hinterlasst einen Daumen, abonniert uns, klickt auf das zweite Video. Und dann geht's los mit den bescheuertsten News, die wir in den letzten Tagen gefunden haben.